ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein Unpacking für euch, worauf ich mich sehr freue. Aber es wird da wahrscheinlich ein sehr, sehr kurzes Video werden, denn das Päckchen ist klein, relativ klein. Das habe ich von der lieben Agathe bekommen, Agathe Knoblauch. Sie kennt ihr sowieso alle. Trotzdem verlinke ich ihren Kanal in der Infobox. Und dass sie am Anfang des Dezembers Geburtstag hatte und ich ihr ein kleines Päckchen geschickt hatte, so spontan, meinte sie hier: Du hast doch Ende Dezember Geburtstag, ich schick dir auch mal was. Es ist ein bisschen spät angekommen, aber es ist okay. Das juckt mich ja nicht so. Ich bin trotzdem froh, dass sie an mich gedacht hat. Das ist natürlich sehr lieb. Ich habe das schon mal aufgemacht. Und ja, wir werden es jetzt zusammen auspacken. Wie gesagt, wird ganz schnell gehen, denke ich mal, weil Agathe sagte, dass da nicht viel drin ist. Aber ich dachte, euch interessiert es wahrscheinlich trotzdem. Deswegen machen wir das jetzt mal. Machen wir mal auf. Seht ihr schon was? Da ist das Buch und hier sind wohl die Kleinigkeiten. Ich hole mal raus, was ich da sehe. Badeperlen, deine Glückszeit mit Babassuöl und Urea. Interessant. Habe ich noch nie gesehen von Isana. Sieht hübsch aus. Sie weiß auch, dass ich lila mag. Das Problem ist nur, das weiß sie anscheinend nicht, dass ich nicht so gerne bade. Also ich bin überhaupt gar kein Bademensch. Ich will duschen, schnell fertig. Ich mag es irgendwie nicht so zu baden. Aber ich werde es, denke ich, mal ausprobieren. Es soll ja sehr entspannt sein. Und jetzt, wo ich halt angefangen habe zu arbeiten und noch nicht so dran gewöhnt bin, brauche ich, glaube ich, manchmal Entspannung. Kann man das irgendwo riechen? Ja, da. Das riecht ganz gut, muss ich sagen. Es riecht doch irgendwie lila. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es riecht so nach lila Blumen und so. Riecht ganz gut, muss ich sagen. Ich mag ja so Flieder und so Geruch nicht, obwohl ich die Farbe toll finde und die Blumen sind auch ganz hübsch, aber ich mag den Geruch davon überhaupt nicht. Aber ich finde, das riecht jetzt nicht so nach Flieder und nach diesem hier, das andere Lavendel und so. Das mag ich auch gar nicht, den Geruch. Aber so riecht das jetzt nicht, aber es riecht schon sehr blumig, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, was Babassuöl ist. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne schreiben. Es riecht aber auch ein bisschen nach Urea, doch schon. Deswegen, ich werde das mal ausprobieren. Dankeschön, Agathe. Konntest du jetzt nicht wissen, dass ich nicht so gerne bade, aber vielleicht komme ich auf den Geschmack. Man weiß ja nie. Dann ist hier noch was von. Oh nein, da ist ein Nagellack runtergefallen. Machen wir trotzdem erstmal mit dem Trickle Moon Ding weiter. Iced Strawberry Dream. Das ist eine Körpermilch. Sieht so aus. Ganz hübsch. Ich mag den Geruch von diesen Trickle Moon Dingern immer. Aber wenn es so Körpermilch ist, dann ja, es pflegt meine Haut nicht so stark, weil sie schon ziemlich trocken ist. Aber sowas benutze ich immer gern als Handcreme. Ist zwar auch nicht so pflegend, aber es riecht dann immer sehr gut und das finde ich immer cool. Oh, es riecht sehr erdbeerig. Das ist ja cool. Aber das Iced Strawberry Dream, ist das nicht irgendwie so Erdbeereis oder so, weil es Eis ist? Ich weiß nicht. Vielleicht auch ein bisschen nach Erdbeereis. Auf jeden Fall sehr künstlich erdbeerig. Aber es sieht cool aus mit diesen Blümchen und so. Hast auf jeden Fall was sehr Hübsches ausgesucht. Dankeschön auch dafür, Agathe. Und ein Nagellack. Ein roter Glitzer-Nagellack, wie ihr seht. Das ist so ein bisschen metallic, glaube ich. Metallisch. Das ist die 031 Cranberry von Rare Nails. Ich weiß jetzt nicht, wo sie das gekauft hat. Vielleicht bei Rossmann, vielleicht auch bei Douglas oder so. Kann ich jetzt nicht sagen. Kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Ich hoffe, ihr seht, dass das so ein bisschen metallisch glitzert, dieses Rot. So eine Farbe habe ich auch noch nie. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht, ob mir sowas steht. Aber das ist mal was anderes. Finde ich auf jeden Fall cool. Werde ich ausprobieren. Meine Nägel sind nur gerade echt am Arsch. Ich muss hier erstmal ein bisschen aufbauen und dann werde ich das ausprobieren. Also Dankeschön dafür, Agathe. Und jetzt ist da, glaube ich, nur noch das Buch drin und so eine Karte. Ich hole mal die Karte erstmal raus. Happy Birthday steht da drauf. Also sie wünscht mir natürlich gute Besserung, weil sie wusste, dass ich krank war. Mir geht es mittlerweile besser. Ich habe noch ein bisschen Husten und Schnupfen. Das sind so noch die Nachwirkungen, aber sonst geht es mir ganz gut. Und sie wünscht mir natürlich einen guten Geburtstag, ist auch ein bisschen her, aber trotzdem Dankeschön dafür. Und sie sagt, dass mein Buch als Taschenbuch, also das Buch, das drin ist, als Taschenbuch auf meiner Wunschliste war, aber sie es mir als Hardcover zuschickt. Dann bin ich mal gespannt, was das ist und dass das gebraucht ist. Also das stört mich gar nicht, Agathe, das weißt du hoffentlich. Ah, cool. Verlieb dich nie in ein Vargas von Sarah Ockler. Ich hatte das als Taschenbuch drauf, weil ich das Cover vom Taschenbuch einfach schöner finde. Aber ein Hardcover überlebt nun mal länger und deswegen ist das wahrscheinlich auch eine coole Idee, dass du mir das Hardcover schickst. Das ist wahrscheinlich auch besser. Ist ja ein bisschen gebraucht. Man sieht es. Hier ist auch so ein Flecken, wie ihr seht, vielleicht. Aber das ist vollkommen okay. Am Umschlag sieht man das halt auch so ein bisschen.
Aber das macht mir gar nichts, solange ich das lesen kann. Und ich hoffe, es gefällt mir sehr, weil ich bin gespannt. Ich habe von Sarah Ockler auch noch nie was gelesen. Die Frau ist ja sehr gehypt und hat jede Menge Bücher in letzter Zeit rausgebracht. Aber ich glaube, ich habe noch nie ein Buch von ihr gelesen. Das ist auf jeden Fall mal was Neues für mich. Wenn ihr das Buch schon mal gelesen habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann können wir darüber reden und dann sehe ich mal, ob es mich dazu bringt, das Buch schneller zu lesen, hoffentlich. Auf jeden Fall Dankeschön, Agathe, dafür. Das hat echt Spaß gemacht, das auszupacken und du hast die Mühe gegeben und das ist echt was wert. Also Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das war wirklich, wirklich lieb. Und ja, wie gesagt, guckt auf Agathes Kanal vorbei und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute.